Ja, hallöchen und willkommen zurück bei einem Cheesy Cheeshangi. Wir sind in der neuen Folge Train Simulator. Etwas früher als gedacht, denn wir haben heute den 23. der Release Day von dem Maglev Train, den ich ja eigentlich haben wollte. Habe ich auch gekauft, wie gesagt, für 18,32 € oder was waren. Ist eine 22 €, also standardmäßig 22 € Strecke. Der erste Comment unter dem ganzen Pack war schon, es wäre nicht gerade wirklich worth, also das Money wäre nicht gerade wirklich gut angebracht. Wir werden uns das Ganze anschauen, das Ganze ist eine Antestung, dabei fahren wir 28 Minuten, Early Train, Morning Train, Round Trip. Das Ganze scheint einfach, dass wir Tour die Strecke ganz abfahren, hoffentlich stimmt das, ansonsten gibt es da nämlich noch ein paar andere. Die werden wir uns dann mal, wenn es sich lohnt, die nächste Zeit wieder anschauen. Das Ganze fahren wir morgens um 6 Uhr, Sommer und klar, mit dem Maglev Train, ist ja klar, auf der Shanghai Maglev. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir werden. Wir drücken auf Start und schauen uns mal an. Ja, es ist out now. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze fahren lässt, von der Frames her und so. Ja, wisst das ja, ich habe mal... Normalerweise auf neuen Strecken hat man da ja mal leichte Probleme. It's early in the morning and you are assigned to drive the first train to run between downtown and Padong Airport. In this scenario, it is recommended that you use the ATO system to reduce your workload. Okay. Wie zur Hölle benutzt man die ATO? Oh, die kriegt man natürlich nicht erklärt. Ich jetzt mal, ja, ATO on und off. Gut, also, wir fahren forward, ist ja klar, und oh. Oh, oh, fahrt der dann von selbst oder was? Was geht hier falsch? Ich könnte gar nichts machen. Ich mach mal Licht an. Man kann jetzt weiter rauszoomen? Das ist krass. Ah doch. Okay. Okay. Ja, der hält dann die Geschwindigkeit selbst. Are you fucking kidding me? Das ist nicht nur Workload Reset, sondern das ist eigentlich nur mitfahren. Wir haben eine Innenansicht, sogar mit Uhrzeit und mit Geschwindigkeit. Das finde ich, ist eine gute Sache. Sitze, standardmäßig drei Sitze, wie sie in AC4 verwendet werden. Work Diary können wir leider nichts drin schreiben. Wir haben nicht vier Buttons, also das hat er auch relativ bemängelt. Es wird aussehen wie ein Free Add-on, also wie ein, wenn es von, also Freeware wäre. So habe ich es. Kann ich den beheben? Ah, ist der Reverse und das ist der Train Throttle, okay. Ja, wir haben wirklich nicht viel drin. Wir haben den Startup-Switch, wir haben die Notbremse, wir haben den Throttler, die ATO. Was haben wir hier noch? Ein Desklight und ein Caplight. Mehr gar nicht. Mehr haben wir nicht. Das ist echt krass. Das sind wirklich, wenn man andere Züge überlegt, echt wenig. Ich weiß jetzt, ich habe mir keinen Cap zum Vergleich angeschaut. Ich könnte mal kurz rausgehen. Wir haben ja eh... Bremst der auch von selbst, ist die Frage. Davon haben wir nämlich wieder 30. Ist so leise. Ist der Zug, der ist so leise. Warte mal. Ich mach's mal lauter. Der ist doppelt so laut. Hoch. So. Jetzt. Jetzt ist es doppelt so laut, wie ich sonst immer hab. Okay. Warum habe ich eigentlich das Große an? Fällt mir gerade auf. Oh, komisch. Ja, wir bremsen sogar ab. Nur ich weiß nicht, ob wir die 30 da hitten. Das ist ein Karriereszenario, aber... Naja, die Bremsen sind schon krass. Okay, die Bremsen sind schon krass. Hätten wir noch die 30, bevor die 30 kommen? Ja, das ist das krass. Okay. Okay. Schau ich mir das mal kurz an. Shanghai Maglev. Kann man davon Innenansicht? Ja, Transrapid Shanghai. Haben wir da ein Cap-Ansicht mit dabei? Leider nicht. Oh, finde ich schade. Vielleicht auf der Englische. Englisch. Ja, haben wir es doch. Schauen wir uns das nämlich mal, schau ich mir das mal kurz an. Ist da eine Cap?
Cap-Ansicht drin? Nein, leider nicht. Auch im Englisch steht leider keine Cap-Ansicht. Das ist schade. Das hat aber jemand sich ins nachgebaut und der sieht nicht gerade viel mehr bebautes. Also kann sein, dass er wirklich innen drin so aussieht. Aber natürlich, bevor wir jetzt uns darüber Gedanken machen, schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal an. Ohne. Wir haben so viel Platz nach der Seite. Schaut euch das mal an. Wir haben Platz nach der Seite. Krass. Da vorne ist die erste Haltestelle. Und auch die Endhaltestelle, weil da müssen wir wohl rumdrehen. In Pudong Platform 1. Wie man merkt, fahre ich in letzter Zeit eigentlich fast nur in China. Wir fahren hier zwischen der Autobahn. Auch cool. Schauen uns, wenn wir nachher gleich mal die Passagiere aufnehmen, die Map an. Die Frage ist, ob er jetzt auch selbst stehen bleibt. Also in der Hinsicht stehen bleibt, dass wir am Pudong anhalten. Das wäre krass, weil dann finde ich ehrlich gesagt 18 Euro dafür, dass man nur zugucken darf. Ja. Also ein bisschen krass für 18 Euro nur zugucken. Ach, das Ganze. Ist das Ganze von Just Trains? Wenn ich das so sehe, scheint das Ganze ja von Just Trains. Ich habe vorab nicht nachgeschaut, von wem das ist. Weil das ist ja von, das ist ja The Forest Trail und Forest Trail ist ja von Just Trains und auch Shanghai, die Suning-Route ist ja auch von denen. Na, zum Glück, er bleibt anscheinend nicht von selbst an Bahnhöfen stehen, oder? Preis ist natürlich jetzt nicht die Welt. Können wir noch ein bisschen rollen. Also die ATO hat gerade gesagt bekommen, dass wir null fahren sollen. Aber er bremst noch nicht. Okay, bin ich das jetzt, der bremst, oder ist das der Zug? Es ist der Zug. Okay, das ist krass. Wir haben also eigentlich nichts zu tun. Bei der ganzen Sache. Ja, okay. Da können wir auch ein bisschen uns das außen anschauen. Baustelle, gut und schön. Ist in China nichts Besonderes. Da ist eh alles immer im Bauen. Ja. Flughafen, ein paar Airports. Ich finde das schade, es ist keine Runway mit dabei. Keine Runway mit dabei, schade, schade. Schade, schade, keine Runway mit dabei. Das finde ich schade. Aber, naja, mal schauen. Dann kommen wir zur Map, haben wir ja gesagt. Schauen wir uns kurz die Map an. Die Strecke ist nicht wirklich lang. Also, das liegt aber daran, dass es in echt auch nicht wirklich lang ist. Was ist das? Ich schätze mal ein Bahnhof oder so. Und die Longyang ist letzte Haltestelle. Fahren wir bis dahin? Ah, wir fahren einmal hin und wieder zurück. Stimmt, es dauert ja nur 7 Minuten, die Strecke abzufahren mit Vollgeschwindigkeit. Ich bin mal gespannt. Das Außenszenario muss ja nicht großartig behandelt werden, lustigerweise, weil wir fahren ja so schnell, da kann man nicht wirklich was draußen sehen. Ich muss jetzt sagen, vom Cap-In-Richtung ist ein bisschen notdürftig hingelegt, aber so wie ich das wohl im Internet gesehen habe, ist das in echt auch sehr notdürftig. Man muss ja auch dazu sagen, was muss der Lokführer hier machen? Eigentlich ja nichts. Er hat AT-On-Button, einen AT-Off-Button, Hebel, falls er selbst fährt, ein Reverse und Licht. Mehr braucht er ja nicht. Also, ich kann's verstehen. Muss ich zugeben. Ich kann's verstehen. Denn, es ist ja wirklich nicht viel. Ich finde das ein bisschen blöd. Man hat nicht gesagt, dass man, hier rumdrehen soll. Ah. Muss ich jetzt wieder zurück und die ATB. Falsch, 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 falsch,
Kann ich hier aufschalten? Danke. Wir fahren nämlich in die falsche Richtung. Da vorne ist ja Ende im Gelände. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Okay. Aber jetzt Kritzer nicht gesagt. Ich kann hier die ATV nicht anschalten. Warum kann ich hier die ATV nicht anschalten? Vielleicht muss ich erst mal kurz in die Richtung vorfahren. Naja. Ah, ich habe Tour in die Richtung vorfahren müssen. Ich leg mal den Hebel ganz durch. Der ATO ist ja online. Also online. On. Ja. Er dachte 30. Gut. Wenn wir bei der Geschwindigkeit fahren, können wir 6.30 Uhr an. So kurz ist die Strecke. Also wenn man schon mit 30 fährt, ist man relativ schnell da. So, und die ganze Strecke ist 28 Kilometer groß. Hört sich jetzt lang an. Aber wir werden gleich sehen, was 28 Kilometer bei 400 km/h sind. Wir sind hier auf der Strecke, soweit ich weiß, ist das der schnellste Zug, auch schneller als das auf der Shanghai, auf der Yuning-Runde, also auf der South-China-Route. Ich weiß nicht, wie schnell der fährt. Ich glaube, der fährt 430 oder so, und ich glaube, der hier fährt 450 rund. Wir werden es sehen, wie schnell unser Zug wird, wenn wir fahren dürfen. Also das nächste Mal kriegen wir schon 200, wir haben jetzt 120. Auch wenn die ATOs hat, die ATOs hat 120, wir fahren das. Das nächste ist in 1,4 Kilometer 200 km/h und so weiter und so fort. So, wir müssen das Ganze mal anschauen. Die Tonlage ist relativ gleich. Das ist nur die Klimaanlage, was wir hören. Wir hören selbst den Zug ja gar nicht. Ist klar. Ich sagen, der Zug sieht schon cooler. Also, ich persönlich muss so sagen, ich finde auch den Zug so relativ geil. Diese ganze Schwebebahn und so. Relativ nice. Schaut euch die Beschleunigung an. Es ist krass. Wir kriegen. Oh, da ist sogar ein Flugzeug eingemodelt. Können sie aus FSX holen. Haben sie ja selbst gemacht. Habt ihr gesehen? Da kommt als nächstes ein neues Flight Simulator raus. Von Dovetail. Bin mal gespannt. Oh, das war aber schlecht. Den hätte sie auch ruhig landen lassen können. So, und jetzt haben wir 200. 120. Fahren wir nur maximal 200? Hier steht 0, weil in 10 Kilometer 0, das ist ein bisschen blöd. Wir fahren jetzt nur nicht nur mit 200. Ah. Ich will hier die Geschwindigkeit raus. Ich will den Geschwindigkeitsrausch haben. Und da sind wir vorhin gekommen. Hier. Ja. 200 ist ein bisschen langsam. Ich will Speed haben. Ich habe mich jetzt hier auf High-End-Geschwindigkeit gefreut. Und nicht auf 200. 200 ist zwar auch fast, aber... Komm. Die Leute hier im Zug, die wollen hier die Zahlen sehen. Und ich auch. Ich will sehen, wie die Kilometerzahl runterfliegt. Ja, das nächste ist ja schon die 0-Kilometer-Zone. Also der Stopp. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Das ist ja verdammt dumm. Ah, okay, ich benehme mich alles zurück. Und hier geht's los. Ein Rollercoaster der Shanghai Maglev Bayern. Yay! Das Ding hat bis 600 einen Tacho. Wir müssen mal das testen, wie schnell die wirklich werden kann. Ah, das müssen wir mal machen. Wo das Ende ist. Schaut euch die Beschleunigung an. Alter, das geht einfach hoch. Das ist krass. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Irgendjemand will der Irr sein, 360. Ohne irgendein Problem zu haben. Ah, wir kriegen schon 300 oder so. Wie viel schaffen wir, bevor wir da hinkommen? Ich habe mal die 400. Der Taro sagt zwar schon, wir werden über die 400 hinaus. Also so ganz koscher ist der nicht. Aber 405, 406, 407, 408, 409. Schau durch. Wofür sind hier eigentlich Signale? Die sehen wir eh nicht.
420 schaffen wir. Und schau dich das an, wie der runtergeht. Das ist krass. Szenerie, relativ cool noch so an der Seite. Schau dir das an. Ah! 420 ist das Max? Ah ne, wir dürfen nur 430 fahren. Laut der ATO. Okay. Ah, 430, schaut euch das an, Alter. 430, wie wir da. Schaut euch das an. Wie wir da fliegen. Das ist krass. Das sieht. Und die FPS dafür, dass wir so schnell fahren, sind echt nice. Ich habe stabile 60 Frames. Dafür, dass wir wirklich so schnell fahren. Ich hätte ja gedacht, dass da Train Simulator echt ein Problem damit bekommt. Jetzt bremsen wir runter auf 300. Die Bremse sind auch richtig krass. So, und jetzt fahren wir nämlich schon wieder. Jetzt sind wir im Grunde genommen die Strecke schon abgefahren gleich. Wenn man sich überlegt, wie viele Bäume die da gepflanzt haben. Dafür, dass man eh nur die Hälfte dabei sieht, wenn man dran vorbei donnert. Also Szenario, also technisch zu sagen, wie es von draußen aus ansieht, kann man nicht viel dazu sagen, weil man sieht, wenn man sich das überlegt, man sitzt in diesem kleinen Cab oder hier an dem Sitzplatz. Man sieht zwar so die Ortschaften am Rand, so wie es ist, aber man kann ja nicht Details sich anschauen. Man kann in der Zeit, wo wir hier vorbeifliegen, sieht man ja Details sich nicht wirklich anschauen. Deshalb kann ich es verstehen, wenn man in dem Falle Low Texture Sage benutzt. Weil man braucht es ja nicht. Es wäre ja nur ein Waste von Zeit und auch ein Waste von Ressourcen für einen PC. Der Zug so innen drin, also muss ich sagen, gefällt er mir sehr. Also hier der Teil gefällt mir sehr. Und ich habe ich die Seiten noch auf mit einem. Und wenn man dann sich das auch anschaut, Bilder von innen drin. Dann stimmt das auch schon. Dann ist das schon okayisch. Laut Dings schafft er 441. Zwischen 19 und 21.40 fahren sie rund 441 km/h. Bei Maximum Speed. Also, wie gesagt, man kann halt eben nicht viel dazu sagen zum Außenbereich, weil man, wie gesagt, einfach nur drüber hinausfliegt. Und dann, wenn man sich draußen was anschauen kann, haben sie es schon schön gemacht mit der großen Städte. Mit den ganzen Hochhäusern und so, wie es halt eben da wirklich ist. Also wenn man es von Bildern sieht. Ich war da noch nicht, aber von Bildern her stimmt's. Und ja, der Innenbereich, der sieht echt ein bisschen, also hier im Cap, das ist ein bisschen zu. Ja, nee, ist klar. Eigentlich macht die auch der Lokführer. Ich habe jetzt in der ganzen Fahrt, wo wir hier gemacht haben, habe ich einmal gedrückt, dass wir die ATO on haben. Und einmal, dass wir sie off haben. Und dann habe ich den Cap gewechselt. Mehr habe ich in der ganzen Fahrt ja nicht gemacht. Und da ist der Punkt, wo ich diesen Review verstehe. Der Review ist zwar, das Inneneinleben sieht schwach aus und die Strecke wäre, aber das stimmt nicht ganz. Die Strecke an sich ist cool. Und ich finde auch der Zug, wenn man es überlegt, wenn ich das aus dem Internet sehe, von den Bildern her, wie es innen drin aussehen soll, stimmt's. Also dann sind das wahre Aussagen. Dann ist das kein Mist, sondern das ist wahr. Das größere Problem an der Sache ist, 18 Euro oder Vollpreis 22,99 ist zu viel. Das sag ich von vornherein. 22 Euro für eine 28 Kilometer lange Strecke, die man in knapp 7 Minuten schafft oder was jetzt waren. Es ist doch viel zu viel. Es ist, man bekommt einen Zug, der drauf fahren kann. Man hat eigentlich nur eine Mitfahrt. Und es ist dann sage und schreibe 7 Minuten von A nach B. Klar, ich kann es verstehen, die Leute haben Zeit investiert, um hier diese Bahnhöfe zu machen, um den Zug zu modellieren und allem drum dran. Kann ich noch verstehen. Jedoch
wirklich 18 Euro, geschweige dessen 22,99 dafür hinzulegen, ist meiner Meinung nach zu viel verlangt. Das ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Also der Preis ist in dem Falle nicht gerechtfertigt. Sieht zwar jetzt hier, wie gesagt, sieht ja verdammt cool aus, wenn man überlegt, man fährt hier so hin und sieht sich das so an. Das ist schon cool, nur warum bin ich eigentlich viel zu spät? Ich lasse den Zug fahren. Okay, ich lasse den Zug fahren, ich bin zu spät. Rejected? Oh. Oh, okay. Ich habe vergessen, den Hebel auf neutral zu stellen, deshalb sind wir losgefahren. Egal, das ist jetzt auch egal. Es hätte ja nichts verändert, wenn wir zurückgefahren wären. Es soll ja nur ein Test sein. Wir haben die Strecke gesehen. Ja, 1000 Punkte, Chris, sollte man eigentlich bekommen, wenn man den Zug selbst fahren lassen tut. Wie gesagt, wir haben jetzt das Szenario gespielt, Morning Train Roundtrip. Das ist mit der ATO, ist es eine Mitfahrt. Wenn die ATO online ist, ist es eine Mitfahrt. Das Ganze ist ein Zug, der an sich cool ist. Also vom Außen sieht er re relativ cool aus. Er hat die Bahn selbst ist cool. Also die Strecke und auch der Endbahnhof hat man gesehen, wie wir da gestanden haben. War verdammt cool. Schwach ist der Preis. Also die Pros für das Ganze ist natürlich, wenn man Highspeed-Züge mag, ist es ein Muss. Es ist ein Hammer-Muss. Es ist einfach geil, wenn man die Geschwindigkeit drüber donnert. Eine schlechte Sache ist es, also auch nur ein Pro, ist, wie das Szenario gemacht wurde, obwohl man eigentlich nur dran vorbeidonnert. Also trotzdem noch an die Ecke viele Häuser gestellt, dafür, dass man eigentlich nicht wirklich. Die Häuser sieht man 2 Sekunden und dann in der nächsten Sekunde ist man vorbei. Und natürlich die Bahnhöfe und so, die sehen echt cool aus. Also der eine Bahnhof, jedenfalls der letzte, der hat mir sehr gut gefallen, wie er gemacht war. Besonders dann, wenn man dann so steht, das ist relativ cool. Nachteile: 18 Euro Dealpreis, 22,99 Minimum, Maximum. Das ist viel zu viel. Das ist viel, viel, viel zu viel. Dann, klar, es ist wegen der ATO scheiße, weil man fährt. Klar, man kann jetzt sagen, man kann den Zug selbst fahren. Aber wenn das Szenario schon einem sagt, benutzt die ATO. Das ist so nach dem Motto: Du hast für 18 Euro uns Geld gegeben, aber du darfst eigentlich nur mitfahren. Klar, ist es in Wirklichkeit auch so, aber da muss ein Lokführer nicht 18 Euro dafür jeden Tag hinlegen, um das zu machen. Und nichts zu vergessen, die Kürze der Strecke. Es ist zwar wegen Rielle her nicht anders da machbar, aber das bezieht sich viel auf den Preis. 18 Euro dafür, dass man einen minimalistischen Zug hat, weil er halt eben nicht anders aussieht, aber auch gleichzeitig innerhalb von 7 Minuten einmal die Strecke abgedonnert ist. Meiner Meinung nach hätte sie da maximal 10 Euro verlangen dürfen. 10 max, also wirklich maximal 10. Weil im Grunde genommen hat, glaube ich, jemand, der eine Lok macht und für die, keine Ahnung, manchmal kriege ich ja die Lok schon für 6 Euro mehr Arbeit, weil es A mehr Knöpfe gibt und allem drum und dran. Weitaus mehr zu tun, als wenn jemand diese Strecke hier baut. Muss ich leider zugeben, es ist halt eben so eine halbseidene Sache. Ich muss also im Nachhinein dazu sagen, coole Strecke, nur der Preis ist viel zu over. Also das ist viel zu hoch. Der Preis ist viel zu hoch. Und deshalb, für jemand, der wenig Geld hat, ist es sicherlich eine Schweinerei, den Preis für die Strecke zu verlangen. Wäre noch eine größere Schweinerei gewesen, wenn sie 30 Euro verlangt hätten. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass es 30 wären. Aber ansonsten, es ist lustig für, glaube ich, ein, zweimal zu fahren mit der ATO. Aber dann im Nachhinein wird man, glaube ich, denken so, das ist so eine Strecke, die spielt man zwei, dreimal oder dann einmal im Jahr. Und dann wird man die Strecke verstauben lassen. Wenn ich überlege, wie oft ich die Moselstrecke fahre, Hamburg, Hannover fahre ich am meisten. Oder die München-Garmisch-Strecke. Das sind andere Dinge, die sind weitaus mehr ihr Geld wert als diese Strecke.
Wenn ihr also momentan 20 Euro auf dem Steam-Account habt, würde ich, auch wenn ich es jetzt so sage, nicht empfehlen, die Strecke zu kaufen. Denn es ist so eine... Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es too much. Kostet viel zu viel. Die Strecke ist zu teuer dafür, was man hat. Wenn man überlegt, ich habe jetzt für Suning auch relativ nicht viel mehr bezahlt für die Suning-Strecke, die Southwest China-Strecke. Und da sind dann sogar Ansagen mit dabei und solche Sachen. Die fehlen hier ja auch. Das ist einfach eine ist echt schade. Man hätte mit der Strecke, schätze ich mal, viel machen können. Aber der Preis meiner Meinung nach ist nicht gerechtfertigt. Und ja, ihr müsst für euch selbst wissen, ist das Ganze, was wir da gerade gesehen haben, euch die 20 Euro wert oder nicht. Mir persönlich muss dazu sagen, mir ist es nicht wert. Ich hab's zwar jetzt, aber ja, ich habe mich drauf gefreut. Ich habe mal schon damit gerechnet, dass es so ist. Wie gesagt, ich sag nicht, dass die Strecke dran schuld ist und ich sage auch nicht, dass der Zug dran schuld ist. Ich sag nur, der Preis ist dran schuld. Der Preis macht's für mich zu einem Standard-Dovetail-Addon. Viel zu überteuert und keine Leistung. Und mit den Worten beende ich diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich würde natürlich eure Ansichten über diese Preispolitik natürlich auch gerne wissen. Und ja, wir sehen uns jetzt trotzdem morgen. Also, ich habe ja gestern schon gesagt, dass wir uns morgen mit American Truck Simulator sehen. Wir sehen uns morgen dann wieder bei American Truck Simulator, wenn wir wieder durch die USA fahren und mich da drüber aufrege, dass ich eine Collector's Edition gekauft habe für 10 Euro mehr als die normalen Leute von Steam. Und ich bekomme nicht mein Pay-DLC, denn es wurde zum Free-DLC. Yay! Ich werde in letzter Zeit von Simulatoren einfach verarscht. Naja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!